Hallo liebe Eisenbahn- und Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Russian Railroads aus dem Hans im Glück Verlag, einem Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren mit einer Dauer von 120 Minuten. Wie immer zeige ich euch zuerst, was findet ihr in der Schachtel an reichhaltigem Spielinhalt, wie baut ihr das Ganze in einem Vierspielerspiel auf und wegen dem Platzmangel auf meinem Tisch werde ich euch dann aber ein Zweispielerspiel vorspielen, anhand dessen ich euch den Zusammenhang erkläre, die Regeln und so weiter erkläre ich euch am Vierspieleraufbau. Aber wie gesagt, für ein Vierspielerspiel habe ich nicht genug Platz auf meinem Tisch. Und jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video zu Russian Railroads. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung. Dann gibt es für jeden Spieler so ein Spielertableau und die sind wie gesagt ziemlich groß, deswegen kriege ich die nicht alle auf den Tisch. Dann haben wir hier einen Spielplan. Auf der einen Seite ist der Spielplan, wer mit bis zu 4 Spielern spielt und auf der Rückseite gibt es dann noch den Zweispieler-Spielplan. Da sind einfach ein paar Felder schon abgedeckt und weil die eben abgedeckt sind, ich euch aber alles erklären möchte, zeige ich euch den Spielaufbau und die Erklärung der Felder auf dem Vierspielerplan, wo eben noch alles drauf ist. Dann gibt es hier Gleisteile in verschiedenen Farben, in Schwarz, in Grau, in Naturfarben, in Weiß, in Braun. Dann gibt es hier so Wertungsübersichten, was muss ich zählen. Dann gibt es diverse Karten, es gibt Rundenkarten, wer ist wann dran. Es gibt Siegkarten, die einem für bestimmte Dinge, die man gesammelt hat oder auch einfach nur so Punkte am Schluss nochmal bringen. Dann gibt es diese Fragezeichenkarten, die werden auch ausgelegt, aus denen kann man sich in bestimmten Situationen dann eine nehmen, die bringen einem Vorteile und es gibt noch so Startvorteile, die kann man sich am Anfang raussuchen. Dann gibt es hier einen Verdopplermarker, die werden auf dem Spielerplan nur auf der transsibirischen Eisenbahn angelegt. Dann gibt es für jeden Spieler Material und darunter gibt es zum einen die Arbeiterfiguren, dann gibt es eben diverse Marker und Zählsteine. Das erkläre ich euch aber dann alles in Ruhe in den Regeln. Dann gibt es hier noch besondere Arbeiter, die ich über Karten und über dieses Feld hier bekommen kann. Dann gibt es hier die Lokomotiven in Stufe 1 bis 9, mit denen muss ich meine Bahn ausbauen. Dann gibt es hier noch Marker für 100, 200, 300, wenn ich eben über die Zielpunkteleiste hier über die 100 drüber komme, dass ich eben hier noch weiter mit den Punkten kann. Und in der letzten Runde gibt es noch einen besonderen Marker, der hier oben drauf kommt. Dann gibt es noch ein bisschen Geld, mit dem ich mir Sachen kaufen kann. Und hier die Ingenieure. Wie gesagt, das erkläre ich euch alles gemütlich in den Regeln. Das ist auf jeden Fall mal der komplette Spielinhalt und ich baue euch jetzt mal ein Vierspielerspiel auf, allerdings auch nur mit 2 Platten, weil ich habe wie gesagt keinen Platz. Die anderen 2 Spieler denken wir uns einfach dazu und ich erzähle euch jetzt erstmal dann die einzelnen Bereiche vom Spielplan und um was geht's und so weiter und so fort. Und deswegen kommt als nächstes einfach mal die Spielidee. Russland am Ende des 19. Jahrhunderts. Zar Alexander III. Entscheidet sich auf Anraten seines Verkehrsministers für die Durchführung eines gewaltigen Projekts, dem Bau der transsibirischen Eisenbahn. Um sein Reich in die Moderne zu führen, sollten aber auch andere wichtige Routen errichtet werden. Die Industrialisierung ist nicht mehr aufzuhalten. In Russian Railroads begeben sich die Spieler in einen spannenden Wettstreit um das größte und fortschrittlichste Streckennetz. Dabei gilt es, seine Arbeiter in jeder Situation am sinnvollsten einzusetzen. Mit einfachen Gleisen erreicht man schnell wichtige Orte, während die Modernisierung des Streckennetzes die Maschinerie erst richtig in Fahrt bringt. Neue Loks legen größere Entfernungen zurück und Fabriken schaffen Fortschritt. Es gibt viele Möglichkeiten, die Weichen für den Sieg zu stellen, doch wer gibt am meisten Dampf und wer bleibt auf der Strecke? Aufgrund des Platzproblems werde ich euch jetzt, bevor ich das Ganze aufbaue, kurz den Spielplan erklären und dann ein Spielertableau, was da so alles drauf ist, weil das müsst ihr einmal aus der Nähe gesehen haben, bevor ich dann hier
in weiterer Entfernung rumfummeln muss, damit ich alles auf das Bild bekomme. Der Spielplan setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Zum einen hat man hier außenrum die Siegpunkteleiste und dann gibt es verschiedene Bereiche, wie jetzt dieser Bereich zum Beispiel. Der ist der Gleisbau, hier dreht sich alles um den Gleisbau. Dieser Bereich sind die Startspieler, wer kommt wann dran. Dann hat man hier drüben den Fabrik- und Lokomotivenbau. Hier hat man den Industrialisierungszweig, dass man hier weiter vorwärts kommt. Und hier gibt es noch Sonderfelder, wie jetzt den Verdoppler oder zwei Münzen zu bekommen oder zwei Arbeiter für diese Runde dazu zu bekommen. Dann hat man hier unten den Bereich für die Ingenieure. Hier kommen die Ingenieure drauf und gleichzeitig werden die Ingenieure Runde für Runde weitergeschoben und somit sieht man, wie viele Runden noch zu spielen sind, bis der letzte Ingenieur weg ist. Dann ist das Spiel vorbei. Auf diesen ganzen Kärtchen sieht man diese Männchen und das sind einfach die Arbeiter, die man einsetzen muss, um diese Aktionen durchzuführen. Die Aktionen erkläre ich dann nachher noch im Detail. Also hier braucht man einen Arbeiter, hier braucht man zwei Arbeiter. Und wenn ein Feld mal besetzt ist, dann darf da auch keine zweite Person mehr drauf, außer bei diesem Feld hier unten. Da ist so ein Schatten von mehreren Arbeitern. Dieses Feld kann man immer nutzen mit einem Arbeiter, wenn alles andere voll ist, was man brauchen könnte. Das ist jetzt alles, was es so zum Spielplan zu sagen gibt. Wie gesagt, die einzelnen Felder erkläre ich euch dann noch getrennt. Und als nächstes erkläre ich euch jetzt mal kurz noch, wie ein Spielertableau aufgebaut ist und was ihr da drauf so seht. Hier haben wir also jetzt das Spielertableau des roten Spielers. Sieht man hier oben an dieser Leiste und an der Schriftfarbe. Und was sieht man darauf jetzt? Zum einen gibt es drei verschiedene Bahnstrecken. Es gibt die Transsibirische Eisenbahn, das ist hier außen, dann die Moskau-St. Petersburg-Bahn und die Moskau-Kiew-Bahn. Die Spieler können an jeder Bahn bauen, aber es macht oft mehr Sinn, sich auf zwei Strecken zu konzentrieren, um da eben weiterzukommen. Aber das muss man eben dann entscheiden während des Spiels. Was habe ich jetzt da drauf? Ich habe hier oben bei der Transsibirischen diese blauen Felder. Hier ist die einzige Möglichkeit, diese Verdoppler einzusetzen. Und dann zählt einfach jedes Gleis, das hier drauf liegt, doppelt von den Siegpunkten her. Und die Siegpunkte, die die Gleise bringen, stehen hier oben. Man sieht also, schwarze Gleise bringen eigentlich gar nichts. Dann die grauen Gleise einen Punkt, die braunen zwei und so weiter und so fort. Und das Problem ist, ich bekomme die Gleise eben erst, wenn ich an einer bestimmten Stelle angekommen bin. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Schwarzen auf diesem Gleis angekommen bin, bekomme ich sofort meine drei grauen Gleise, die ich dann auf jede Spur legen kann. Spuren, die nicht belegt sind, also alles, was dahinter ist, hat die gleiche Farbe wie das vordere. Das heißt, wenn jetzt hier der Schwarze steht, ist hier hinten auch alles als Schwarz zu sehen. Steht hier der Graue, sind hier hinten auch Graue zu sehen. Das ist wichtig, vor allem für die Wertung. Das sind also virtuelle Steine. Wirkliche Steine kriegt jeder Spieler nur drei, um das eben anzuzeigen. Dann gibt es eben auch so Sachen wie, hier brauche ich eine braune Gleisstruktur plus die Lok muss so lang sein. Es gibt Lokplättchen in St. Petersburg 2, da liegt hier eins und jeweils hier und da sind auch Zahlen drauf. Und nur die Zahlen hier zusammengezählt und hier einzeln, nur die geben an, wie weit die Wertung geht. Das heißt, wenn hier eine Lok mit 3 jetzt liegt, dann zählen nur die ersten drei Felder. Liegen hier Loks mit 8. Dann zählt alles, was bis zum Feld 8 hier drauf ist an Gleisen für die Wertung. Das heißt, man muss also zum einen schauen, dass man die Gleise vorwärts bringt, aber auch höhere Loks kriegt. Weil wenn hier eine 1er Lok liegt und ich habe jetzt hier hinten einen super weißen liegen, der mir 7 Punkte pro Ding bringen würde, bringt mir gar nichts, weil bloß der erste zählt. Dann haben wir hier auch, dass man extra Männchen nochmal kriegen kann. Dann gibt es hier so runde Felder. Wenn ich das erreicht habe, also mit dem Schwarzen auf dem vierten bin und auch die Lok entsprechend die 4 zeigt, dann kann ich hier unten mir 1 von 7 Markern aussuchen, die ich habe. Die bringen einfach sofort einen Vorteil. Diese werde ich euch natürlich auch dann noch einzeln zeigen. Wenn man am Ende seiner Spur angekommen ist mit dem schwarzen Stein, dann gibt es schon mal 10 Siegpunkte extra. Hier unten gibt es dann nochmal extra Felder. Da gibt es, sobald der Schwarze mit seiner Lok hier auf diese Felder kommt, gibt es schon mal extra Siegpunkte nochmal dazu. Und dann gibt es eben noch so leere Felder oder Verdopplungsfelder, die zählen dann alle im Spiel, sobald ich das erreicht habe, erkläre ich euch alles nachher. Der zweite Teil ist die Industrialisierung und die findet hier unten statt. Der Spieler startet auf 0 und geht dann hier vorwärts, indem er auf dem Spielbrett eben die Industrialisierung kauft, die ist fortschreiten. Und hier ist das Besondere, sobald er
hier in so einer großen Lücke ankommt, darf er da nicht drüber springen, sondern er muss sich dann hier eine Fabrik kaufen. Fabriken ist der gleiche Stein wie die Lok, nur auf der Rückseite ist dann die Fabrik drauf. Und die lege ich dann einfach hier unten an und dann darf ich hier drüber springen. Also nicht drüber springen, sondern auf den Stein drauf und dann rüber. Und dieser Stein bringt mir meistens auch einmal noch einen Vorteil, den ich halt gleich ausführe. Und dann kann ich hier halt weiter hüpfen. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Fabriken, um da hinten anzukommen. Man muss sich also immer überlegen, was baue ich, Fabriken oder lieber Loks. Grundsätzlich ist das der Spielplan, den jeder Spieler hat. Und jetzt baue ich euch doch tatsächlich mal das Vierspielerspiel eben auf. Und da erkläre ich euch dann die einzelnen Bereiche auf dem Spielplan nochmal extra. Die Anleitung ist sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Sie ist in großen Buchstaben geschrieben. Sie hat viele Beispiele zu jedem Thema. Sie arbeitet der Reihe nach alles ab, was einem im Kopf kommt. Wenn man sich also wirklich gerade fragt, ja, und wie ist das? Dann liest man eine Zeile weiter und da steht sofort die Erklärung. Es lässt keine Fragen offen. Ich bin in dieser Anleitung sehr, sehr begeistert. Ich kenne ganz andere Anleitungen, wo ich wirklich am Schluss da sitze. Hä? Und diese Anleitungen haben dann oft nur 5 Seiten. Die hat sehr viele Seiten. Und schauen wir mal kurz. Die hat also über 20 Seiten. Und das ist wirklich super verständlich. Und das Spiel ist so eingängig. Spitze. Muss ich schon mal ein Lob aussprechen. Gut, ich baue jetzt schnell auf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. So, dann kommen wir mal zum Aufbau dieses ganzen Spiels. Grundsätzlich ist es so, ihr fangt damit an, dass ihr diese 5 Karten mit dem Fragezeichen hinten drauf einfach irgendwo über den Plan legt. Auf das eine Kärtchen mit der Lok kommt das letzte Lokplättchen, wo hinten und vorne eine Lok drauf ist. Auf allen anderen Loks ist vorne eine Lok und hinten dann eine Fabrik drauf. Es gibt nur eins, wo eben auf beiden Seiten eine Lok ist, das kommt auf das Kärtchen. Dann gibt es einen Ingenieur, auf dem ist vorne kein Buchstabe drauf. Auf den anderen Ingenieurs ist entweder ein A oder ein B. Der kommt auf diese Karte plus eine Münze. Da kommt nichts drauf und auf dieses kommt der schwarze Arbeiter drauf. Dann gibt es diese Siegende-Karten. Die kann ich mir, wenn ich da drauf komme auf dieses Feld, eine aussuchen, was zu meinem Spielstil gepasst hat, wo ich Punkte noch machen kann. Die werden gemischt. 2 Stück kommen weg. Und der Rest wird einfach hingelegt. Die dürfen sich die Spieler, wenn sie in die Situation kommen, eine zu erhalten, raussuchen. Also 2 rausmischen, in den Karton zurücklegen, die spielen nicht mit. Die restlichen können sich die Spieler dann raussuchen. Dann werden die Loks nach Zahlen sortiert, von 1 bis 9 und jeweils ein Stapel gebildet und neben dem Spielplan erstmal hingelegt. Ebenso die Arbeiterfiguren der Spieler. Davon bekommt jeder Spieler 7 Stück. 2 kommen in den allgemeinen Vorrat und einer kommt erstmal zurück in die Schachtel. Das wird dann nur bei weniger Spielern benötigt, da bekommen dann alle Spieler 8 Arbeiter. Dann werden die Münzen zur Seite gelegt, die Verdoppler werden zur Seite gelegt, die Gleise werden nach Farbe sortiert und zur Seite gelegt. Diese Kärtchen, ich bin schon über 100 drüber, werden hier zur Seite gelegt. Das Spielende-Kärtchen hier wird ebenso zur Seite gelegt. Und dann werden die Ingenieure verteilt, die gibt es mit A und B. Dann nimmt man als erstes den B-Stapel, den mischt man einfach mal durch. Und dann legt man einfach hier auf diese ersten 4 Felder 4 Ingenieure mit B. Die restlichen Ingenieure werden nicht gebraucht. Die kommen in die Schachtel zurück aus dem Spiel. Und das gleiche machen wir mit A. Hier ist der Unterschied, dass diese beiden hier offen aufgedeckt werden. Die dürfen von den Spielern direkt genutzt werden in der Runde. Und hier kommt noch einer drauf, den ein Spieler kaufen kann und dann bei sich persönlich einsetzen kann. Das ist also das, was auf dem Spielplan passiert. Und dann kommt direkt der Aufbau der einzelnen Spielertableaus. Hier nimmt sich jeder Spieler eben ein Tableau seiner Farbe, nimmt sich die Figuren seiner Farbe, beim Vierspielerspiel eben dann 7 Stück, 5 Stück Behälter und die anderen kommen hier in den allgemeinen Vorrat, die beiden. Und dann gibt es hier noch so kleine Manschkal. Das ist zum einen der Rundenzähler und zum anderen hier der Punktezähler. Das sind so kleinere Köpfe, die stelle ich jetzt mal hier auf die 1. Ja, die Runden, wer wann dran ist, wird ermittelt, indem man diese 4 Karten nimmt. Die sind dummerweise hinten und vorne bedruckt. Das heißt, das müsst ihr irgendwie total unauffällig dann mischen und blind irgendwie an die Leute verteilen. Und dann kriegt eben jeder seinen. Ich habe jetzt nur 2 da stehen. Das machen wir, der blaue wird der 2er und der rote wird der 1er. Und die anderen Spieler kriegen die anderen Karten. Hinten drauf sind Siegpunkte, die sie sofort bekommen, sobald sie mit ihrem Zug dann fertig sind. Der erste Spieler kriegt natürlich weniger wie der letzte Spieler.
So werden diese Startvorteile ein bisschen abgemildert, die der Spieler hat, der anfängt. Dann bekommt jeder Spieler eine Münze. Dann bekommt jeder Spieler einen Industriemarker. Den stellt er hier auf sein Feld 0, die Industrieleiste. Den zweiten Marker stellt er neben den Spielplan, denn es gibt hier noch so einen Sondermarker, mit dem kann er, wenn er das nutzt irgendwann im Spiel, auch einen zweiten Industriemarker hier ins Spiel bringen. Dann nimmt sich jeder Spieler seine 7 Marker eben zu sich und legt die hin. Plus den Kiew-Marker und den, ich werte meine Bonuspunkte auf. Ich kriege also mehr Punkte für die Gleise, wenn ich das später mal irgendwann hier einsetzen darf. Wann ich das bekomme, das klären wir auch später. Aber ich kann es euch gleich verraten, es ist auch eins dieser kleinen Plättchen. Dann nimmt jeder Spieler hier 3 Gleise und stellt die immer hier vorne auf die 1 von jeder Strecke drauf. Hier geht es also für jeden Spieler los mit der schwarzen Strecke. Und zu guter Letzt gibt es noch diese Start-Bonus-Kärtchen. Und hier sucht sich einfach der 4. Spieler als erstes eins aus, dann der 3., dann der 2. Der 1. Spieler bekommt keine Karte. Ich sage jetzt mal, dass die hinteren machen, ist mir wurscht. Das hier gibt einfach eine extra Münze. Das hier heißt, ich darf ein schwarzes Gleis schon mal einen Schritt vorwärts bewegen. Das heißt, ich bekomme meinen ersten Verdoppler. Und das heißt, ich darf auf dem Industrieweg hier unten einfach schon mal eins weitergehen. Ich nehme jetzt hier einmal den Industrieweg und hier drüben nehme ich einmal eine Münze schon. Die anderen Spieler haben Sachen auch genommen, die jetzt hier nicht zu sehen sind. Ein wichtiges haben wir noch vergessen natürlich. Jeder Spieler bekommt eine Einser-Lok, die er auf die Transsibirische hier oben schon mal drauflegen darf. Die Transsibirische ist die einzige, die 2 Loks haben darf, die zusammengezählt werden. Die Loks werden immer hier so neben die Gleise gelegt und somit sind schon mal die ersten 4 Einser alle verteilt. Die sind dann weg, wenn jeder Spieler eins hat. Und jetzt haben wir doch wirklich alles mal vorbereitet. Ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen, um was geht's eigentlich. Es geht einfach darum, dass die Spieler sich Loks besorgen, um auf ihren Strecken überhaupt vorwärts zu kommen. Gleichzeitig auch Gleise vorwärts schieben und neue Gleise erhalten, um die Strecke wertiger zu machen. Und auch hier unten auf der Industrieleiste zu bauen, um hier extra Punkte und Dinge zu bekommen. Das heißt, diese 3 Dinge muss man immer im Blick haben. Wie weit ist meine Industrie? Wie weit sind die Sachen mit den Loks? Wie weit kann ich überhaupt fahren, um hier Punkte zu kriegen? Und wie weit sind meine Gleise fortgeschritten und wertig, dass ich da eben auch entsprechend mehr Punkte bekomme? Und jetzt gehen wir mal auf den Spielplan zum Thema Gleisbau und Gleise vorwärts schieben. Eigentlich ganz logisch, dieser ganze Bereich dreht sich nur um die Gleise. Und hier heißt es einfach, für einen Arbeiter, den ich hier einsetze, kann ich diese Aktion machen. Oder hier drüben für 2 Arbeiter kann ich diese Aktion machen. Diese Aktionen darf ich immer nur machen, wenn ich sie komplett ausführen kann. Sollte ich aus irgendeinem Grund die Aktion nicht ausführen können, darf ich sie hier auch nicht wählen. Das ist anders auf den Ingenieuren. Die, wenn sie mir gehören, darf ich auch Teile verfallen lassen, aber nicht, wenn es auf dem Spielplan ist. Dann muss ich es komplett durchführen können, sonst darf ich es nicht wählen. Steht eine Figur da drauf, wird die Aktion sofort ausgeführt und dieses Feld ist dann auch für diese Runde blockiert. Auf jedem Feld darf nur eine Figur, eine Spieler stehen. Hier darf kein blauer, kein gelber, kein grüner mehr drauf. Dieses Feld hat der rote blockiert und es gehört ihm. Deswegen muss man sich auch frühzeitig entscheiden, die wichtigen Sachen zuerst zu machen, bevor man die unwichtigeren Sachen macht, denn wenn das Feld mal weg ist, kann man die Runde einfach nicht mehr durchführen. Und hier unten ist das einzige Feld, das ich immer wieder für einen Arbeiter durchführen kann, einen schwarzen oder einen grauen Gleisteil vorwärts zu schieben. Das ist also das Notfallfeld, das kann ich immer verwenden. Eine Münze zählt grundsätzlich genauso viel wie ein Arbeiter. Ich kann also eine Münze einsetzen statt einen Arbeiter, um diesen Zug zu machen. Die einzige Möglichkeit, Münzen zu bekommen, ist aber dann hier drüben. Aber wir sind jetzt hier beim Gleis vorwärts schieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Arbeiter hier einsetze, dann darf ich 2 schwarze Gleise vorwärts schieben. Ich darf dieses Vorwärtsschieben aufteilen. Das heißt, ich kann ein Gleis hier schieben, ein Gleis hier schieben. Das ist egal, wie ich das aufteile. Wichtig zu wissen zu diesem Thema Gleise schieben ist das schwarze Gleis ist immer ganz vorne und kann nie von einem grauen Gleis überholt werden. Das heißt, solange ich keinen Platz habe, um ein graues Gleis einzusetzen, darf ich es auch nicht tun. Ich muss also erstmal die Schwarzen vorwärts kriegen. Dann kommen irgendwann die Braunen ins Spiel. Die Braunen dürfen aber die Grauen nicht überholen und auch die Schwarzen nicht überholen. Das heißt, es ist immer eine Staffelung der Gleiswertigkeiten. Der Schwarze muss immer vorne sein, dann kommt der Graue, dann der Braune und so weiter.
und ich darf die nie überholen. Das heißt, ich muss gleichmäßig immer die schwarzen vorwärts kriegen, was noch relativ einfach ist. Die grauen kriege ich auch noch relativ einfach vorwärts. Dann wird es aber schon teurer. Da kann ich nur noch einen braunen oder zwei braune ziehen. Und ich muss immer hinter den anderen bleiben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Hier unten kann ich für ein Manschgal und ein Geld mir zwei beliebige Gleise vorwärts fahren. Das wird auch noch recht wertvoll, das Feld, denn da kann ich dann auch braune und so weiter bewegen für relativ wenig Kosten. Was wichtig ist, auf den Feldern hier auf dem Spielplan gibt es diverse Schlüsselfelder. Und das erste Schlüsselfeld ist hier schon auf der 2, auf der Transsibirischen. Hier heißt, wenn hier das schwarze Gleis draufkommt, dann bekommt der Spieler seine drei grauen Gleise. Die nimmt er sich und legt sie neben den Spielplan schon mal in die einzelnen Reihen rein. So, wie gesagt, wenn ich jetzt in einer späteren Runde sage, ich würde jetzt ganz gerne zwei graue ziehen, dann kann ich das jetzt machen, denn ich habe hier vorne den Einser freigeräumt und ich habe hier den Einser freigeräumt. Ich könnte nicht die Version wählen, drei graue ziehen, denn ich habe für den dritten grauen einfach keinen Platz, um ihn einzusetzen oder hier auch weiterzuziehen, weil die schwarzen nicht übersprungen werden dürfen. Hier gibt es dann später eben auch die braunen Gleise, dann kommen die naturfarbenen, da gibt es dann nur noch zwei und hier unten, wenn man ankommt, gibt es dann das eine super wertvolle. Und was sind diese Dinger wert? Steht hier oben, der schwarze ist 0 wert, grau 1, braun 2, naturfarben 4 und das weiße 7. Und wie diese Wertung dann ausschaut, das sieht man dann in der Zwischenwertung. Die erkläre ich euch aber erst nachher, wenn sie dran kommt. Hier oben auf dem Spielplan ist dann noch angegeben, welche Gleise auf den Strecken gebaut werden dürfen. Das heißt, auf der untersten Strecke darf ich nur schwarz, grau und braun bauen. Hier darf ich schwarz, grau, braun und den naturfarbenen bauen. Und hier oben darf ich mit allen bauen. Da muss ich auch noch drauf achten, nicht dass da unten dann plötzlich der Weiße auftaucht und hier dicke Punkte macht. Nein, der Weiße darf nur hier oben gefahren werden. Und einfach merken, alle Gleise, die hinter einem Gleis sind, sind der Gleisfarbe zugehörig, die dieses Ding hat. Das heißt, hier denke ich mir, hier wäre noch ein grauer und hier wäre noch ein grauer, weil das Graue einfach für die komplette Strecke gilt. Weil es gibt nicht unendlich viele Graue, jeder Spieler hat nur drei von diesen Dingern. Und das muss man sich einfach dann aufgefüllt denken, dass das da hinten auch noch diese Farbe hat. Bis zur nächsten Farbe und dann wieder die nächste. Gut, das ist der Bereich hier vom Spielplan und als nächstes gehen wir mal zum Bereich der Lokomotiven über, was der zweitwichtigste Teil ja ist. Dann kommen wir zu dem Bereich der Lokomotiven. Lokomotiven sind auch super wichtig, denn ohne Lokomotiven kann ich Strecken nicht werten, weil es zählen nur die Felder, die von einer Lokomotive auch erreicht werden können. Und momentan gibt es nur eine Lok, das heißt nur das erste Feld der Transsibirischen, weil hier eine 1 drauf ist, wird erreicht. Nur ein Beispiel. Wenn hier jetzt eine 6 liegen würde, dann würde das Feld 1 bis 6 von der Lok erreicht und alle Gleise, die von 1 bis 6 hier irgendwo liegen, würden auch in die Wertung eingehen. Wenn ich hier hinten noch irgendwas hätte, würde es nicht in die Wertung eingehen, weil ich einfach nur die ersten 6 Teile erreiche mit meiner Lok. Das Dumme ist natürlich, ich darf nicht eine Lok beliebig nehmen, sondern ich muss sie immer die niedrigste hier rausholen, die noch da ist. Das heißt, jetzt werden erstmal die 2er abgearbeitet, dann die 3er, dann die 4er und so weiter. Ein Spieler, der eine Lok haben möchte, der setzt sein Manschgal auf dieses Feld und kann sich jetzt entweder eben die Lok nehmen und auch als Lok nutzen oder er kann sie auch umdrehen und kann sie als Industrie nutzen, aber das erkläre ich euch nachher. Jetzt erstmal zum Thema Lok. Die Lok kann ich jetzt auf eine beliebige Strecke stellen, also ich kann sie hier hinsetzen, ich kann sie hier hinsetzen, ich kann sie hier hinsetzen. Ich kann auch, wenn ich möchte, kleinere Plättchen ersetzen. Das heißt, ich könnte jetzt schon hergehen und sagen, nein, ich mache jetzt hier eine 2 draus und schiebe die 1 hier unten hin und nutze die da weiter. Also ich darf die dann auch verschieben. Wie gesagt, auf der Transsibirischen liegen auch 2, wenn ich das möchte. Muss ich machen, weil die Strecke ist ja lang. Das wären also jetzt schon 3, das heißt die ersten 3 Felder würden schon mal in die Wertung eingehen. Dann gibt es hier nämlich auch Felder, auf denen ist ein Gleis und eine Lok drauf. Und da heißt es ganz klar, das wird erst aktiviert, wenn das entsprechend farbige Gleis hier drauf ist oder drüber gekommen ist, plus auch die Lok soweit fährt. Das heißt, ich kriege das zusätzliche Manschgal in Blau erst, wenn hier ein braunes Gleis drauf ist und auch die Lok mindestens auf Feld 3 fährt. Das tut sie schon, aber ich habe hier noch kein braunes Gleis. Um das zu kriegen, muss ich zum einen das schwarze Gleis hier haben, dass ich die 3 braunen kriege. Auch das Graue muss hier drüber sein, dass ich hier das Braune bis dahin vorwärts bewegen kann. Also es kann nur so dann ausschauen, dann würde ich mein zusätzliches Manschgal hier aus dem Vorrat zu mir bekommen. Das gleiche gibt es dann hier unten. Hier muss allerdings nur die schwarze Gleis drauf sein, aber die Lok muss
auch 7 weit fahren, also sonst komme ich da nicht hin. Gut, das ist das Thema mit den Loks. Wenn hier mal alles voll ist, also ein Spieler hat dann mal hier alle 4 voll und kriegt die nächste Lok, dann darf er, wie gesagt, ja tauschen. Er kann sagen, ich tue die 1er hier weg, ersetzt sie durch eine 3er. Und die Lok, die jetzt nicht mehr gelegt werden kann, weil sie niedriger ist wie alle anderen, die kommt als Fabrik umgedreht hier zurück in diesen Stapel. Und das können die Spieler wiederum dann ganz normal erwerben. Das wird keine Lok mehr, das bleibt dann eine Fabrik. Was machen Fabriken? Fabriken kaufe ich mir eben auch. Jetzt zum Beispiel, wenn der Rote dran ist, setzt er hier seine 2 ein und sagt, ich nehme hier die 2, weil es die niedrigste ist, und nutze es als Fabrik. Und Fabriken werden immer von links nach rechts hier unten eingesetzt. Das heißt, ich schiebe die jetzt mal hier unten dran. Und jetzt erst kann ich über diese Lücke von dieser Industrialisierungsleiste drüber springen. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Felder kann ich gehen. Dann müsste ich immer stehen bleiben, bis ich meine erste Fabrik habe, die hier einsetze. Und dann kann ich weiter wandern. Und sobald ich hier dann drauf gesprungen bin, führe ich auch sofort die Aktion aus, die auf diesem Kästchen drauf ist. Und dann kann ich eben weiter bis zur nächsten Lücke. Da bräuchte ich dann wieder eine Fabrik, um da wieder drüber zu kommen. Das heißt, Fabriken sind auch nicht unwichtig, um hier unten weiterzukommen und Punkte zu generieren. Was hier hinten so drauf ist, erschließt sich dann relativ schnell. Ich gebe auch mal ein Beispiel. Hier ist es ja klar, entweder ich nehme mir eine Fabrik oder ich nehme mir eine Lok. Hier zum Beispiel haben wir, setze sofort 2 Verdopplungsmarker ein. Oder hier haben wir, gehe sofort einen Schritt weiter auf der Industrialisierungsleiste. Dann haben wir hier, nimm sofort eine Münze. Wie gesagt, die Sachen sind relativ logisch, die da drauf sind. Hier zieh 2 beliebige Bahngleise vorwärts und so weiter und so fort. Wie gesagt, das erklärt sich eigentlich ganz gut selber. Und grundsätzlich sind die Sachen auch alle hier hinten drauf nochmal erklärt auf den letzten Seiten der Spielanleitung. Hat ein Spieler mal alle Fabriken hier voll, kann er auch anfangen auszutauschen, wenn er das möchte. Die Felder sind eigentlich auch hier selbsterklärend. Ich bekomme entweder eine Lok oder eine Fabrik für ein Mannschall. Ich bekomme entweder eine Lok oder eine Fabrik für 2 Mannschall. Oder wenn ich 3 Mannschall einsetze, ich bekomme eine Lok und eine Fabrik. Die Restriktion habe ich euch jetzt soweit ja erklärt mit diesem Marker. Wie kriege ich den Marker vorwärts? Das ist diese Leiste hier. Für einen Arbeiter einen Schritt, für 2 Arbeiter 2 Schritte, für 2 Arbeiter einen Schritt hier unten plus einen Schritt auf dem schwarzen Gleis. Also hier komme ich vorwärts, bis ich eben hier an der 5 bin. Da muss ich hier die erste Fabrik einsetzen. Dann, wenn ich wieder einen Schritt nehme zum Beispiel, komme ich hier drauf, führe sofort die Aktion hier aus und dann kann ich auch weitergehen. Oder wenn ich auch hier unten 2 einsetze, gehe ich erst einen für die Aktion aus, gehe dann den zweiten Schritt weiter. Die Sternchen hier drüber sind direkt die Siegpunkte, die ich hierfür bekomme, wenn ich da drauf stehe. Das heißt, hier würde ich jetzt schon jede Runde 10 Siegpunkte bekommen. Ist also nicht zu vernachlässigen. Man muss seine Industrie schon auch immer im Auge behalten. Als nächstes erkläre ich euch diese Sonderfelder hier drüben. Die Sonderfelder sind eigentlich relativ einfach. Hier oben kriege ich einen Verdoppler. Hier kriege ich 2 Münzen, die ich auch sofort in der Runde nutzen darf. Hier bekomme ich diese 2 Arbeiter, die ich dann auch sofort in dieser Runde noch benutzen darf. Das Einzige, was ich erklären muss eigentlich, ist der Verdoppler. Was macht der? Den kann ich nur einsetzen auf der transsibirischen Eisenbahn. Da gibt es hier oben eine Leiste. Und hier muss ich einfach auch links anfangen und den Verdoppler einlegen, den ersten. Und jetzt zählt einfach alles, was auf diesem Feld drauf ist, doppelt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel hier den grauen, hier den schwarzen. Ich komme dann in der Wertung sozusagen 3 Felder weit. Das heißt, bis dahin wird gewertet. Das heißt, der graue ist in der Wertung drin. Und ich denke mir ja, dass hinter dem grauen auch weiterhin noch graue liegen. Das heißt, hier liegt ein virtueller grauer und der zählt doppelt. Das heißt, ich kriege einen Punkt für den da und 1-2 Punkte für den virtuellen grauen, weil hier dieser Verdoppler liegt. Verdoppler wird einfach der Reihe nach hier aufgefüllt und zählt dann einfach immer das doppelt, was erreicht wurde per Zug. Und eben, was da für ein Gleis liegt. Münzen, wie gesagt, können eingesetzt werden wie normale Arbeiter. Die Arbeiter hier unten können in der Runde eingesetzt werden, in der sie erworben wurden. Danach kommen sie wieder darauf zurück und in der nächsten Runde kann sich wieder ein anderer Spieler das schnappen. Das ist das mit diesen Sonderfeldern hier drüben. Und jetzt erkläre ich euch den Reich hier unten, die Ingenieure.
Die Ingenieursleiste hat folgenden Sinn. Die vier Ingenieure hier vorne, die haben in der Runde momentan überhaupt keine Bedeutung. Es geht erst hier mit diesen dreien los. Die zwei offenen Ingenieure kann ich jederzeit nutzen, indem ich auch einen Arbeiter draufstelle. Dann kann ich die Funktion hier nutzen, wie zum Beispiel einen schwarzen Gleisstein vorwärts bewegen und sofort drei Siegpunkte einzupacken oder hier einen beliebigen Gleisstein vorwärts bewegen und mir drei Siegpunkte einpacken. Der Besondere ist der erste, der hier liegt, den kann ich mir kaufen. Wie gesagt, ich sehe auch auf der Vorderseite, was der bewirkt. Den muss ich auch für eine Münze kaufen. Das heißt, wenn ich eine Münze hinlege, darf ich den zu mir nehmen, neben meinem Plan legen und den darf jetzt nur ich nutzen, auch mit einem Arbeiter. Und das Tolle daran ist, wie gesagt, der zählt nur für mich, den kann ich jederzeit nutzen, wenn ich möchte. Und ich muss auch die Sachen, die da drauf sind, nicht komplett nutzen. Das heißt, anders wie hier kann ich Sachen verfallen lassen, wenn ich es nicht nutzen kann komplett. Hier darf ich eben auch nur Teile von dem Aufgedruckten nutzen. Das Ding gehört mir. Am Schluss gibt es auch noch eine Wertung. Wer hat die meisten Ingenieure eingepackt? Das heißt, Ingenieure sind auf eine Mehrheitenwertung am Schluss noch wichtig. Ansonsten rücken die Ingenieure dann einfach auf. Wird der hier vorne nicht gekauft, kommt er zurück in die Schachtel und dann rücken die hier einfach nach. Zack, zack. Der nächste hier wird aufgedeckt. Dann rutschen die hier einfach nach. Und hier drunter sieht man schon, jetzt sind es nur noch 6 Runden, die gespielt werden müssen. Wie gesagt, diese Ingenieure sind super, wenn man sich die in seinen eigenen Vorrat reinpackt. Kosten eine Münze, die muss man natürlich erstmal noch haben. Als nächstes erzähle ich euch das Thema Spielerreihenfolge. Die Spielerreihenfolge wird nur in der ersten Runde mit diesen Karten hier ausgelost. Danach können sich Spieler, die hier weiter hinten stehen, auch mit einem Arbeiter einen besseren Platz kaufen. Das heißt, wenn jetzt der gelbe Spieler gerne weiter vor möchte, dann stellt er einfach während seines Zuges eine Figur hier hin. Und wenn alle Spieler fertig sind, das heißt, jeder Spieler spielt so lange, bis er kein Manschgall mehr hat, kein Gelb mehr hat oder keinen Zug mehr machen möchte, dann endet eine Runde. Und bevor dann die erste Wertung kommt, wird erstmal die neue Spielerreihenfolge festgelegt. Und da wird einfach der Spieler rausgezogen, der das Manschgall gesetzt hat. Die anderen Manschgall werden nach rechts hintergeschoben und das neue Manschgall hier eingesetzt. Das Besondere daran ist, seine Arbeiterfigur darf er jetzt noch nutzen. Er darf die jetzt noch auf ein Feld, das nur eins kostet, einsetzen, wenn noch eins frei ist. Oder eben auf das hier unten, das ja immer benutzbar ist, darf er es noch hernehmen. Das heißt, dieses hat einen Doppelnutzen, er kommt weiter vor und er darf es auch noch benutzen. Dann kommen wir jetzt mal zur Wertungsrunde. Wenn, wie gesagt, jeder Spieler alle seine Figuren gesetzt hat, sein Geld ausgegeben hat und nicht mehr ziehen möchte, dann kommt es zur ersten Wertung. Und gewertet werden immer 4 Sachen, die 3 Gleise und die Industrialisierungsleiste. Und jetzt muss einfach geschaut werden, wie weit komme ich mit dem Zug? Aha, bis zu Feld 3. Dann schaue ich, was liegt denn hier drunter drauf. Der graue und hier ein virtueller grauer, das heißt ein Punkt für den grauen, 1, 2 Punkte, sind 3 Punkte für diesen. Hier ist zwar ein grauer, aber leider keine Lok, das heißt hier zählt nichts, hier ist keine Lok und auch kein grauer, hier zählt sowieso nichts. Hier, der steht auf dem Marker 1, das heißt zu den 3 Punkten hier oben kommt noch einer dazu, haben wir 4 Punkte für diese Runde, die der Spieler sofort auf seiner Leiste dann auch zieht. Gleiche macht einfach jeder Spieler, dann für sich durch. Die anderen Spieler passen ein bisschen auf, dass er auch richtig zählt, weil da kann man sich mal leicht vertun. Man kann auch gerne mal hier diese Bonussachen vergessen, die zum Beispiel hier drauf sind. Wenn dann gewertet wurde, kommen alle Goldmünzen wieder runter und in den allgemeinen Vorrat. Die Spieler nehmen ihre kompletten Figuren wieder zurück. Die Arbeiterfiguren, wenn sie einer hatte, kommen hier wieder drauf. Und es wird eine neue Runde eingeleitet mit dem neuen Startspieler oder dem gleichen Startspieler, je nachdem, ob sich einer die Position geklaut hat oder nicht. Und so geht es einfach weiter, bis dann hier die Ingenieure alle weg sind und es die letzte Runde gibt. Und in der letzten Runde brauchen wir ja keinen Startspieler mehr. Da wird dann dieses Marker hier draufgelegt. Und in der letzten Runde kann sich ein Spieler für 2 Arbeiter einfach nochmal 3 Schritte auf der Industrialisierungsleiste kaufen. Dann erkläre ich euch jetzt im nächsten Video noch kurz die restlichen Sondersachen, die auf dem Plan sind und diese Karten hier unten und so weiter. Und dann spiele ich euch wirklich mal eine kleine Runde vor. Was hat es mit diesen Karten hier unten auf sich? Die kriege ich, sobald ich hier auf eins dieser runden Felder komme mit dem Fragezeichen. Wie komme ich dahin? Auf das Feld komme ich, wenn ich 1, 2, 3 Fabriken hier habe und mich dahin bewegt habe.
Und die beiden kriege ich, wenn ich hier mit einem schwarzen Gleis drauf bin und auch die Lok die entsprechende Länge hat. Und hier das gleiche, wenn die schwarze Lok hier drauf ist und die Lok die entsprechende Länge von 6 hat, dann bekomme ich dieses Feld. Und was mache ich hier? Ich suche mir einfach aus meinen Markern eins raus, was ich gerne hätte. Auch diesen wiederum eigentlich selbsterklärend. Bei dem hier darf ich diese Aufwertungsleiste drauflegen. Da ist dann ab dem braunen ist nicht mehr 2 wert, sondern 3 und so weiter. Hier darf ich einen zweiten Industriemarker einsetzen, der auch Punkte bringt, den ich extra ziehen muss. Hier darf ich einfach mal 4 Gleise einer beliebigen Farbe ziehen. Hier darf ich mir 3 Verdopplungsmarker nehmen und auf die transsibirische legen. Hier darf ich das Feld Kiew einsetzen. Das ist dieses Sonderfeld, was hier drauf kommt, dass ich auch, wenn ich da bin, plus 20 Punkte kriege mit einem grauen Gleis und der Lok. Und dann gibt es noch, hier darf ich 5 Industrialisierungsschritte gehen. Und das Besonderste, was man immer hernehmen sollte, ist dieses hier. Denn hier bekomme ich zum einen eine beliebige Karte von diesen hier unten. Plus darf ich mir eine dieser Siegbedingungen-Karten raussuchen. Was sind das hier unten für Karten? Auch die sind wieder relativ selbsterklärend. Wenn ich diese hier nehme, kriege ich eine Fabrik und ich darf 2 Schritte auf der Leiste gehen. Wenn ich dieses hier nehme, dann kriege ich sofort die 9er Lok, die ich anlegen darf. Wenn ich diesen hier nehme, kriege ich sofort diesen Ingenieur zu mir mit dem Nutzen und der einen Münze. Wenn ich diese hier nehme, kriege ich einen Verdopplungsmarker, einen Schritt auf der Industrialisierungsleiste, einen schwarzen Gleisschritt und zusätzlich nochmal entweder einen Verdopplungsmarker, noch einen Schritt oder noch einen Gleisschritt. Bei dieser Karte bekomme ich einen schwarzen Manschgal-Marker dazu, den ich immer nutzen darf. Darf einen Schritt auf einem schwarzen Gleis machen und jedes Mal, wenn ich jetzt mich auf dem schwarzen Gleis bewege, darf ich einen Schritt mehr machen. Das heißt, wenn ich hier für einen Manschgal diese 2 Schritte kaufe und habe diese Karte, darf ich eben 3 Schritte machen oder hier hinten entsprechend 4 Schritte, immer wenn ich einen schwarzen eben habe. Und zusätzlich zu der Karte darf ich mir dann hier noch so ein Endbedingungskärtchen raussuchen. Das ist dann auch relativ selbsterklärend. Hier gibt es einfach 15 Punkte am Schluss dazu. Hier gibt es für jedes schwarze Gleis so viele Punkte, wie das Gleis eben wert ist an dieser Stelle. Oder hier kriege ich für jeden Fragezeichenmarker, den ich habe, 7 Punkte. Oder hier kriege ich nochmal so viele Punkte, wie meine Loks zusammengezählt wert sind. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, das könnt ihr alles auf der Anleitung dann hinten nachlesen, was das so alles bedeutet. Dann gibt es jetzt dieses besondere Feld hier noch. Da steht mal 2 drauf. Sobald hier ein grauer Gleisstein und die Lok auch bis dahin fährt, dann zählt alles, was auf dieser Leiste liegt. Doppelte Punktzahl. Und ansonsten, wenn man hier hinten eben ankommt, gibt es nochmal 10 Sonderpunkte. Ja, das sind die ganzen Sonderfelder hier noch auf diesem Plan. Was ich noch vergessen habe, sobald die Spieler ihre Runde abgeschlossen haben und sagen, ich passe und mache nichts mehr, dann drehen sie ihre Karte hier um und kassieren noch sofort die Punkte, die da draufstehen. Wie gesagt, der Spieler 1 kriegt nichts, der vierte Spieler kriegt 4 Punkte, der dritte Spieler kriegt 3 Punkte, um hier ein bisschen Chancengleichheit zu wahren, weil er sicher erstmal die guten Punkte hier wegschnappen kann. Ansonsten waren das jetzt mal die grundsätzlichen Regeln. Ich kann euch jetzt noch kurz was zu den Ingenieuren sagen. Wie gesagt, das habt ihr aber schon selber gesehen. Die sind ja auch selbsterklärend. Irgendwelche Sachen eben ziehen und machen. Wie gesagt, wenn man einmal das Grundprinzip hier verstanden hat, dann sind einem die ganzen Dinge auch klar, was die so machen. Ich werde euch jetzt ein Zweispielerspiel kurz mal aufbauen und mal ein paar Runden spielen, denn mehr wie 2 Spieler kriege ich hier nicht aufs Spielbrett. Es gibt da ein paar kleine Änderungen. Zum einen dreht man den Spielplan um und hat dann hier ein paar Felder eben nicht zur Verfügung. Es gibt weniger Runden zu spielen. Es gibt natürlich weniger Lokomotiven. Die Spieler kriegen mehr Arbeiter, kriegen mehr Geld. Wie gesagt, ich baue es jetzt kurz auf, erkläre euch die Änderungen und dann spiele ich euch ein paar Runden vor. Ich habe hier mal ein Zweispielerspiel jetzt aufgebaut. Wie ihr seht, auf der Rückseite des Spielplans ist hier schon das komplette drauf, was man für ein Zweispielerspiel braucht. Man muss also nichts abdecken oder sonstiges. Das ist fest drauf gedruckt. Hier die Zweierschritte fallen weg, die 2 anderen Spieler fallen weg. Hier unten gibt es nur einen Ingenieur, der aufgedeckt ist und eine Runde weniger wird gespielt. Die Sonderfelder hier unten fallen weg, auch die zusätzlichen Arbeiter fallen weg. Wie gesagt, das ist sehr schön gemacht. Da braucht man nichts abdecken, sondern kann es so direkt nutzen. Jeder Spieler bekommt einen Arbeiter mehr, jeder Spieler bekommt eine Münze mehr, der Rest bleibt beim Alten, jeder nimmt sich die schwarzen Gleise,
Jeder stellt seinen Industriemarker hier auf die 0. Jeder legt die Gleise auf die 1, legt sich eine 1er Lok hier oben drauf. Von den Loks sind natürlich auch nur jeweils 2 im Spiel und nicht 4. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Und ich spiele es einfach mal drauf los. Der rote Spieler ist an der Reihe. Der würde sich als erstes gerne mal eine Lok schnappen, nimmt sich hier die 2er Lok und fängt an, hier auch das zweite Gleis zu bebauen. Und nehmen wir gleich mal das dritte, genau. Dann ist der blaue Spieler schon dran. Der würde sich ganz gerne eins auf der Industrialisierungsleiste vorwärts bewegen. Dann ist der rote wieder dran. Der würde ganz gerne sich mal 2 Goldmünzen noch schnappen. Dann ist der blaue wieder dran. Der würde ganz gerne jetzt mit einer Münze und einem Arbeiter 3 auf der schwarzen Leiste ziehen. 1, 2, 3. Er ist jetzt hier über das Schwarze drüber gekommen und kriegt somit seine 3 grauen Gleise, die er schon mal vor sich hinlegen darf. Dann ist der rote Spieler wieder dran. Der würde ganz gerne 2 auf der Industrialisierungsleiste ziehen. 1, 2. Dann ist der blaue Spieler wieder dran. Der würde jetzt ganz gerne hier den Ingenieur kaufen und legt den zu sich hin. Dann ist auch schon der rote Spieler wieder dran. Der überlegt sich jetzt, ich habe noch eine Menge Münzen. Ich könnte mir jetzt hier noch, ja, lohnt sich das? Ja, ich nehme das hier. Darf ich 2 beliebige Gleise fahren? Ich fahre also mal einen hier und einen da, damit ich wenigstens Platz kriege für Loks. Nimm mir auch meine 3 grauen Gleise jetzt zu mir, weil ich hier auch auf dem Feld bin. Dann ist der blaue Spieler wieder dran. Der überlegt sich jetzt natürlich, gut, ich ziehe jetzt mit meiner grauen Gleisstruktur 1, 2, 3. Kann ich komplett ziehen, deswegen mache ich das. Wie gesagt, Punkte kriege ich nur für das erste Feld, weil meine Lok erst 1 weit fährt. Dann kommt der rote Spieler wieder dran, der überlegt sich jetzt, ich nehme mir das hier unten noch. Noch einen auf der Industrialisierungsleiste plus sofort 30 Punkte. Die ziehe ich hier gleich vorwärts. Dann ist der blaue Spieler wieder dran. Gut, der holt sich jetzt hier mal den einen Verdoppler. Legt den hier oben drauf. Dann ist der rote Spieler wieder an der Reihe. Der hat nur noch Goldmünzen, könnte mit denen jetzt noch irgendwas machen, wenn er das möchte. Da kriegt er eh schon Punkte für... Nö, der behält sich sein Gold und ist fertig, dreht also seinen Marker hier um, kriegt aber 0 Punkte dafür. Und der Blaue würde ganz gerne hier der Erste werden, setzt das hier ein, sagt ansonsten, ich bin auch fertig und dreht das auch um und kriegt gleich mal seine 2 Siegpunkte. Dann wird die neue Startreihenfolge festgelegt. Bei 2 Spielern ist es einfach, wir tauschen die einfach aus. Und der Spieler darf den jetzt noch einsetzen, den setzt er hier unten drauf und sagt, ich würde ganz gerne noch den Schwarzen hier vorwärts bewegen. Im Zweispielerspiel ist es möglich, dass auch der Spieler selber, der an erster Stelle ist, das Feld wählt und sozusagen die Position blockiert. In einem Vierspielerspiel oder Dreispielerspiel darf der erste Spieler sich nicht an der Position festpinnen. Der darf nicht seinen Arbeiter einsetzen, sondern nur die hinteren. Dann ist die Runde soweit fertig und es kommt mal zur ersten Wertung. Jetzt schauen wir beim blauen Spieler. Der hat hier die Lok mit einer 1, das heißt nur das erste Feld wird gewertet. Auf dem ersten Feld liegt ein virtueller Grauer, also ein Punkt wert. Wird verdoppelt, 2 Punkte wert. Industrialisierungsleiste stehen wir auf der 1, also 3 Punkte insgesamt, 1, 2, 3. Der rote steht hier unten auf der 3, kriegt also 1, 2, 3 für die Industrialisierung. Dann steht er hier unten auf dem Feld 2 mit einer Lok, weil die Lok 2 fährt, also das passt, kriegt also somit hier diese 2 Siegpunkte. Fürs Gleis kriegt er keine Punkte, weil das Schwarz nie was wert ist. Also 1, 2 für das. Hier oben hat er nichts, was wert ist, weil die Grauen noch hier draußen liegen. Das heißt, das war die Wertung für diese Runde. Dann werden die Startspieler hier neu eingeteilt. Das heißt, der Blaue fängt jetzt an. Die Figuren kommen zurück zu den Spielern. Die Münzen kommen wieder in den allgemeinen Vorrat zurück. Und die nächste Runde beginnt dann damit, dass wir den hier nachschieben, den hier aufdecken und die alle nachschieben und so sehen wir, aha, es sind noch 5 Runden zu spielen. Das heißt, auch eine Runde weniger wie im Vierspielerspiel wird gespielt. Jetzt ist der Blaue dran, der fängt dieses Mal an, der sagt natürlich, jetzt will ich mal eine Lok haben, schnappt sich hier die 2er Lok,
legt die hier unten auch rein, damit er hier auch mal was bekommt. Dann kommt der rote Spieler gleich dran, der sagt, ich brauche aber auch dringend eine. Die zahle ich jetzt hier mit 2 Goldmünzen und einem Arbeiter und hole mir hier die erste Dreierlok. Die lege ich hier oben mit dazu. Dann ist der blaue wieder dran, der sagt jetzt gut, dann kaufe ich mir jetzt als nächstes 2 Goldmünzen. Die lege ich zu mir, dann ist der rote Spieler dran, der sagt, ich würde jetzt ganz gerne diese Funktion hier einsetzen. Das heißt, ich kriege sofort 3 Siegpunkte und darf ein schwarzes Gleis vorwärts bewegen. Dann nehme ich mal das hier. Dann beginnt die nächste Runde. Der rote Spieler hat wieder gesagt, er möchte anfangen. Der holt sich jetzt auf jeden Fall mal hier eine Lok und setzt die hier oben ein. Dann ist der blaue Spieler dran, der sagt, ich brauche, was da unten ist, nicht schlecht, das kostet mich nur einen Mannschall, dann kann ich hier mal 1, 2 vorwärts ziehen. Der rote ist dran, sagt, ich hole mir noch eine Lok, diesmal die Vierer, und die lege ich aber nicht hier oben hin, sondern die lege ich hier unten rein, weil ich jetzt mal hier unten weiterkommen möchte. Dann ist der blaue Spieler dran, denkt sich, das ist natürlich jetzt nicht so toll, dann hole ich mir erstmal 2 Goldmünzen. Der rote Spieler sagt, ich gehe jetzt hier unten 2 vorwärts, gehe 1 vorwärts, nehme mir diese 2 Verdoppler, die da drauf sind und lege die direkt hier an. Und gehe den zweiten vorwärts und kriege schon 10 Punkte dafür. Wenn ich auf einem Feld stehe, wo nichts drauf ist, kriege ich immer die Punkte, die davor lagen. Dann ist jetzt der blaue wieder dran, der hat noch genug Steine, während der rote eigentlich schon fertig ist in seiner Runde. Wie gesagt, die beiden Dinger verteilen wir auch noch. So, der blaue überlegt jetzt zum einen und sagt, ich hätte gerne hier nochmal einen Verdoppler, weil es gibt braunen Gleis natürlich richtig Asche. Ich würde mich ganz gerne auf dem braunen Gleis 1 vorwärts bewegen. Und jetzt habe ich hier ein braunes Gleis plus eine Lok, die auch 4 fährt. Das heißt, ich kriege ein Mannschall hier dazu, das darf ich auch gleich benutzen. Sage dann, ich würde ganz gerne das schwarze Gleis 3 vorwärts bewegen. Ich bewege mir hier noch was vorwärts und zwar hier den schwarzen. Auch fertig. Er holt sich die 2 Punkte. Der rote kriegt ja keine Punkte. Und alle sind soweit wieder glücklich. Jetzt wird wieder gewertet. Der blaue Spieler kriegt jetzt, der zählt 2, also gehe ich hier 4, 8, 10. Ich habe die ersten 4, das heißt, da ist noch ein grauer, 11, den zähle ich nicht mehr. Und hier unten zählen nur die ersten 2, 12, 13 plus die 3 hier unten, 16 Punkte. So, 34. Und der rote hat jetzt hier auch die Verdoppler bis 4 zählt. Das heißt, das und das zählt doppelt. 2 Punkte, 4 Punkte. Hier unten 10 sind 14 Punkte. Hier nochmal die 2 sind 16 Punkte. Da sind wir auf der 38. So haben wir schon ein bisschen angenähert. Wir ändern die Startposition hier nicht, weil keiner was draufgesetzt hat. Jeder Spieler nimmt sich seine Figuren wieder zurück. Und der Ingenieur, den jetzt keiner haben wollte, der kommt aus dem Spiel in die Schachtel. Und wir rücken hier einfach mit dem nächsten Ingenieur nach. Und wir sehen, es sind jetzt nur noch 3 Runden zu spielen. Dann werden wieder die Marker umgedreht und verteilt. Und die nächste Runde beginnt. So habt ihr das Ganze jetzt mal im Zusammenfluss gesehen, wie es funktioniert. Ich denke, es ist nicht so schwer zu verstehen. Die Regeln scheinen einen erstmal zu erschlagen, aber es ist gar nicht so schlimm, wie es ausschaut. Ich stelle jetzt nochmal kurz ein Spielende-Situationchen her, indem ich jetzt den Marker hier lege, mir von mir aus hier den Neuner nehme und den gegen den Einser hier tausche und das hier so hinlege. Und für den anderen Spieler hole ich mir auch noch das gleiche dann. Jetzt suche ich mal kurz hier was raus, was zu meinem Spielende passt. Da nehme ich doch einfach die Loks zählen nochmal zusammengezählt. Und wir sagen mal, der hier drüben hat es auch geschafft. Also man sollte echt immer versuchen, dieses
Markerl mit, ich nehme hier unten was und habe dann fürs Spielende etwas zu schaffen. Ansonsten hat der andere Spieler schon einen sauren Vorteil, das kann ich euch sagen. Und er sagt einfach, ich nehme das hier, was mir einfach mal 15 Punkte bringt. Und hier unten hole ich mir einfach den Ingenieur und die eine Münze. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Spiel einfach jetzt vorbei ist. Der letzte Ingenieur wurde hier gespielt, genommen. Und wir kommen zum Spielende. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie diese Spielende-Wertung noch ausschaut. Zum Spielende gibt es zum Glück nicht mehr viel zu werten. Jeder Spieler zeigt eben noch seine Spielende-Karte, die er hat, was die so bewirkt. Das heißt, der rote Spieler würde jetzt einfach nochmal 15 Punkte dazu bekommen und der blaue Spieler für seine entsprechenden Züge, also 2, 3, 6 und die 9 dazu, sind 15, würde er auch nochmal dazu bekommen. Und das letzte ist diese Mehrheit bei den Ingenieuren und die ist dann hier angezeigt. Der mit den meisten Ingenieuren, das heißt, ist ja jetzt er, hier hat 2 Stück, würde 40 Punkte dazu kriegen. Der zweite kriegt noch 20 Punkte dazu. Bei 4 Spielern, da gibt es für den ersten Platz 40 Punkte, für den zweiten Platz 20 Punkte. Die anderen kriegen nichts. Da gibt es auch natürlich die Möglichkeit des Gleichstandes. Und bei Gleichstand entscheidet die höhere Ingenieurszahl. Hier ist eine kleine Zahl seitlich abgedruckt. Das heißt, hier ist eine 5 abgedruckt und hier ist eine 2 abgedruckt. Diese Zahl entscheidet bei Gleichstand dann, also die höchste Zahl von den höchsten Ingenieur, wer die Punkte dann bekommt. Das ist das komplette Regelwerk und die Spielevorstellung zu Russian Railroads. Ich hoffe, ihr habt soweit jetzt alles verstanden. Das war wieder mal eine etwas umfangreichere Vorstellung und Regelerklärung zum Spiel Russian Railroads. Aber meiner Meinung nach hat es dieses Spiel auch verdient, gebührend vorgestellt zu werden, denn persönlich finde ich das Spiel einfach nur klasse. Ich hoffe, ihr habt die Regeln soweit verstanden, was ich euch da erzählen wollte. Die ganzen Karten, Sondereffekte und Plättchen-Sondereffekte könnt ihr alle nachlesen auf der Anleitung. Auf den letzten beiden Seiten ist da alles super erklärt. Wie gesagt, die Anleitung liest sich spitze, weil nacheinander alles abgearbeitet wird und eigentlich keine Fragen offen bleiben. Eine sehr verständliche Anleitung, auch wenn sie etwas dicker ist. Sie ist zum Glück groß geschrieben und es sind viele, viele Beispiele drin. Und wie gesagt, die Spielmechanik ist eigentlich ziemlich eingängig und ziemlich logisch. Macht eine Menge Spaß, das ganze Ding. Gut, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, euer Michael.